Spotlight wird Ihnen präsentiert von Abarth und dem neuen 124er Spider. Mehr Informationen auf abarth.ch. Und herzlich willkommen bei Spotlight. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Warum? Ich bin nämlich am Fashion Hotel. Das heisst, in jedem Zimmer schicke Klamotten und ganz viele andere spannende Sachen. Ich lasse mir ein bisschen zeigen, was so die Must-Haves sind von dieser Saison. Das heisst Shopping. Verstanden, ausgeführt. Shopping ist angesagt. Und das fällt hier nun wirklich nicht schwer. Wir sind Comea Grand in Zürich und wir feiern hier das 5. Fashion Hotel. Das ist ein Anlass mit über 80 Pop-Up-Stores im Bereich Fashion, Accessoires, Schmuck, Sonnenbrille und, und. Daneben gibt es DJs, Live-Musik, die man im Hintergrund gehört, für Pflege zu trinken und einen Haufen tolle Leute. Tolle Leute, aber auch viele Leute. Die Scharen an Schaulustigen und Einkaufswilligen im Camea Hotel beeindrucken. Dennoch gibt es genug Platz für alle, denn die endlosen Gänge und Stores, die immer mal wieder auftauchen, bergen dann doch wieder genug Platz, um sich in Ruhe umschauen zu können. Adela steuert als erstes Richtung Klamotten. Und siehe da, ein ganz bestimmter Stoff scheint diesen Sommer ein Comeback zu geben. Wir haben Latzhosen, wir haben Jeansjacken, wir haben eine neue Denimline, ab dem Montag in der Filiale. Sehr, sehr viele Sachen sehe ich gerade. Was läuft denn am besten? Also am allerbesten bis jetzt laufen zum Glück die Latzhosen. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Jeansjacken laufen sehr gut, wir haben ein richtig cooles Männerhemd gehabt. Frauen wie Männer haben es uns leer gekauft, leider schon am Samstagmittag weg gewesen. Aber zum Glück am Montag in der Filiale. Sehr, sehr geil finde ich die Jeansjacke. Natürlich habe ich sie auch. In Schwarz, wenn wir schauen, doch, die Größe wird gehen. Willst du es gerne mal probieren? Ja. Es fühlt sich gut an, die Größe passt auch, sitzt. Also, ich gehe dann mal. Viel Spaß mit der Jacke. I'm Cindy Arifi, a fashion blogger from Carvin. Maybe for something nice, if you have dinner or... Yeah, this one is nice too. It looks very nice with this jewelry. Little data is here. Amazing. Okay, let's try this. Cool. Thank you. Umstyling ist gelungen, ich liege jetzt wieder voll im Trend. Jeans habe ich an, Latzhose habe ich an. So würde ich auf jeden Fall auf die Straße. Na, wenn das mal nicht wörtlich genommen wird. Adela geht auf die Straße. Und zwar so richtig. Sag mal, wie kommt der Abarth hier am Fashion Hotel? Abarth hat jetzt eben den neuen 124 Spider lanciert, letztes Jahr im Oktober. Und das ist für uns eigentlich wirklich das Lifestyle-Auto. Also es ist nicht nur rein Leistung-Performance, sondern es geht jetzt eben wirklich auch in die Richtung, dass man Lifestyle eigentlich vermittelt und auch hat mit dem Auto. Was ist das Tollste deiner Meinung nach an diesem Auto? Für mich persönlich ist klar der Sound. Also wenn man ihn anstellt, man ist begeistert, man hat sofort ein Smile im Gesicht. Damit das Lächeln im Gesicht so richtig zur Geltung kommt, gibt's noch das passende Make-up dazu. Kein Problem im Fashion Hotel, zumindest wenn man weiß wo. So, wenn der mit der Ono jetzt noch ein bisschen hübsch macht, sind ihr der Wettbewerb. Zu gewinnen gibt's genau das, nämlich 5 Gutscheine im Wert von 50 Franken für einen Make-up-Kurs von The Body Shop. Wer sich die Smoky Eyes unter die Nagel reißen will, der durchkämmt unseren Facebook-Account und pudert uns mit Likes zu. Viel Glück! Zurück im Fashion Hotel.
seit neuestem übrigens auch mit Workshops. So kann man nicht nur freudig schwitzen dank Yogakursen unter prominenter Führung, sondern zum Beispiel Workshops rund ums Thema Fotografie absolvieren. Keine Frage, das Fashion Hotel wird von Jahr zu Jahr größer. Und es soll noch größer werden, wie uns die Organisatoren wissen lassen. Wir haben in Zürich gestartet, im 2014 mit der ersten Edition. Wir machen zweimal pro Jahr, also immer Frühling, Herbst, natürlich Fashion. Wir bleiben in Zürich, ja, aber gehen noch in andere Städte. Aber nicht nur in der Schweiz. Wir fangen jetzt mit der Dachregion an, sind bereits mit Hoteliers in Gespräch in Deutschland, in Österreich und auch in der Deutschschweiz selbstverständlich noch. Die Macher des Fashion Hotels scheinen viel vorzuhaben. Aber auch Adela. Für den Kameramann wird es je länger, desto schwieriger, ihr auf den Fersen zu bleiben. In stolzem Tempo steuert sie durch die vielen Gänge des Fashion Hotels und lässt sich die Chance nicht nehmen, das riesige Angebot in vollen Zügen auszukosten. Den Rest und das völlig verdient, ohne Kamera. Oh Mann, ich meine, ich könnte ja da wirklich meine Zelte aufschlagen und leben. Das Fashion Hotel ist aber leider schon wieder Geschichte. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Inspiration holen. Wir sehen uns nämlich schon bei unserem nächsten Date am Samstag um 10:08 Uhr auf Tele Zürich. Spotlight wurde Ihnen präsentiert von Abarth und dem neuen 124 Spider. Mehr Informationen auf abarth.ch.